ich habe meinen Kollegen mitgebracht, der Marco. Servus. Servus. So, und jetzt wird es hoffentlich die, gleich wie viel der Aufnahme, 10., wo halbwegs funktioniert und wo keiner rausgeht, wo ihr was seht im Spiel und was weiß und was ich. Wir gucken einfach mal. Funktionieren sollte. Ja, genau. So, wir spielen zusammen. Wir haben schon relativ oft zusammengezockt. Und zwar spielen wir heute Carry und Support. Ich kann das Ding schon gar nicht, ich kann den Text schon echt auswendig. Ja, und auf jeden Fall sieht es so aus, dass ich den Carry spiele, der Marco spielt der Supporter. Kurze Erklärung: Ich als Carry muss jede Menge Gold farmen, sprich, ich muss die Creeps last hitten, um da, oder halt auch gegnerische Helden töten, dass ich viel Gold bekomme, um mir geile Items kaufen zu können. So, der Supporter unterstützt den Carry dabei, sprich, er verlangsamt die Einheiten, macht sie bewegungsunfähig, whatever. Ja? Er kriegt relativ wenig Gold zusammen. Ja, muss man ganz klar so sagen, aber im Prinzip Er gewinnt. sollte wenig Ja. Gold zusammenkriegen, aber nach den letzten Games habe ich ziemlich viel Geld bekommen. Ja, da haben wir es ja auch nicht abgezogen. Und im Prinzip gewinnt zwar der Carry das Spiel, aber nur durch den Supporter. So. Ja, als Carry habe ich mir diesmal den Phantom Lance rausgesucht. Ist ein ziemlich cooler Held. Ist so ein Nahkämpfer mit so einer Stange. Stange, Lanze. Lanze, Stange, fast das gleiche. Ich habe lieber eine harte Stange in der Hand. Also, aber nur wenn es meine eigene ist. Ja, auf jeden Fall, die erste Fähigkeit ist die Spirit Lance. Ja? Da werfe ich so eine Lanze auf den Gegner und dann macht die A Schaden, tut den verlangsamen und B oder C kommt ein Phantom von mir, das ihn nur noch angreift. Plöppt so auf. Die zweite Fähigkeit ist der Doppelwalk. Da mache ich mich unsichtbar und ich erzeuge auch nochmal ein Phantom von mir. Und das sieht dann eigentlich genauso aus wie ich für den Gegner. Und ja, dann kann ich halt abdampfen. So. Dann habe ich noch zwei. Das sind meine einzigsten zwei Fähigkeiten, wo ich habe, meine aktiven. Dann kommen zwei passive, die relativ geil sind, werdet ihr auch später sehen. Ist einmal das Juxta Pose, wie das Ding heißt. Bei jedem Angriff auf einen Gegner besteht die Chance, dass ich von mir ein Duplikat erstelle. So. Da kann ich maximal 8 Duplikate erstellen von mir. So, ist relativ cool. Geht später relativ gut ab, weil die Chance relativ hoch ist. Die ist, glaube ich, hier bei. Wo steht denn das? Ja, 12%, das ist relativ viel, weil ich auch schnell zuschlag. So, dazu kommt mein sogenannter Ulti, ist auch eine passive Fähigkeit. Das Phantom Edge. Das erhöht die Chance. Ja, es erhöht die Chance von Juxtapose, also es erhöht die Chance, dass ich ja, öfter. Ja, 7% mehr, also bin ich 7 plus 12 sind wir bei 19%, das ist schon relativ viel. Und des Weiteren können meine Illusionen, die ich erzeug, selber nochmal Phantome erzeugen. Ja? Das heißt, ich habe eine riesen Armee um mich rum, die halt nur eine gewisse Zeit hält, aber dann sehe ich wieder ganz viele und die Gegner wissen nicht, wer ich bin und was meine ja, Phantombilder sind im Prinzip. Relativ stark. So. Bedeutet, gibt Fett auf die Fresse. Genau, dann gucken wir uns noch den Genosse Lein an, den der Marco spielt. Ist ein ziemlich hässlicher, fetter Fleischklops, sage ich mal so. Da geht's auch schon los. Mal gucken, ob es auch schon wirklich losgeht. Kurz zu den Fähigkeiten. Einmal die erste Fähigkeit ist der Earth Spike. Da kommen so Stacheln aus dem Boden, die Gegner hochwerfen, Schaden machen und betäuben. Festhalten. Ja, festhalten, betäuben, wie auch immer. Es geht doch nicht los, einer hat abgelehnt. Die zweite Fähigkeit ist das Hex. Man verwandelt gegnerische Einheit in einen Frosch. Ist auch relativ geil. Also 4 Sekunden wird in einen Frosch verwandelt. Plus 2,52 Sekunden durch das andere. Das heißt, Gegner ist 6,5 Sekunden lang betäubt und kann nichts machen. Und das langt, um jeden Gegner eigentlich wegzuknüppeln. Relativ geil. Das eigentlich Coole an dem Held ist eigentlich seine dritte Fähigkeit, ist der Mana Drain. Da kann er sich von Helden und von Creeps, also von gegnerischen Creeps, Mana saugen. Das heißt, er hat jederzeit volle Mana und kann da voll reinknüppeln, was ihn im Early Game relativ stark macht, gerade durch das Earth Spike, weil es doch dann viel Schaden macht. Und ja, geht er gut ab. Sein Ulti ist auch relativ geil, eigentlich fast einer der geilsten für mich in-game, ist der Finger of Death. Ja, da schießt aus seinem Finger praktisch so ein Blitz raus, wo extrem viel Schaden macht. Sieht man später, macht 1000 Damage, also das zerlegt einen, ja, eigentlich schon fast komplett. Also wenn das auf den Gegner macht, der ist fast weg, da müssen wir vielleicht noch ein, zweimal draufknüppeln und dann liegt der im Dreck.
Und relativ geil, da haben wir schon bis jetzt in der Kombination also relativ gute Erfolge gemacht. Und mal gucken, wie es jetzt klappt. Gerade eben hatten wir ein bisschen einen Fehler im Team, der ein bisschen kacke gespielt hat. Aber wir hoffen natürlich, dass das sich jetzt ändert und wir nur Profispieler im Spiel haben. Oder bei uns im Team zumindest. So, dann kannst du mal gleich mal schreiben, wo wir hingehen, dass wir Bottom gehen, oder? Marco, bist du da? Ja, schon Ja, geschrieben. ach. Das sehe ich gar nicht. Wie, du siehst du gar nicht. Das sehe ich nicht. Ja. Gucken wir uns mal die Gegner an, was die haben. 63, unsere Gegner 63 Siege, 44 Und Siege da geht's sind. schon los. Und da geht's los. Wir spielen den Phantom Lancer und den Lion. Gegen wen spielen Troll, wir? Dreadmother, oh je. Ja, das sind eigentlich Helden, die können wir eigentlich schlagen am Anfang. Wir haben. Wir messen. Oh, Und Bounty Hunter. Ja, ich würde sagen. Ja. wird interessant. Ja. Ich glaube, im Early Game ist der einzige wirklich schwer, glaube ich, der Bounty Hunter. Der könnte ein bisschen auf den Sack geben. Aber wir haben den Ricky, wie ihr hier seht. Wir haben den Ricky, wir haben Zeus und wir haben Ex im Team. Sind alles recht starke Helden zusammen mit unseren zwei. Sagen wir Recht. so, wir haben jetzt eigentlich alles Carries bis auf mich als Supporter. Das Ja. wird Ja, wichtig. den Zeus kann man auch ein bisschen. Ja, gut, wir haben einen Tank dabei. Also der Ex ist so ein Tank hier, so ein Nahkämpfer mit Schwert. Der hält relativ viel Axt. aus. Ja. Oder Schwert oder Streitkolben, dann gibt es auch andere Items noch, wo wir den Style verändern können sogar. Und so ein Tank, der kann den Teamfight relativ lange überleben, hält extrem viel aus, wenn er gut gespielt wird, wenn er gute Items bekommt. Und kann übertrieben auf den Sack gehen. Ja. Oder er fällt komplett und ist voll für den Arsch. So. So, ich habe schon da keine Kohle mehr. Sich, der hat eine fette Axt. Und hat ein paar Ja, andere geht Items. noch. Ja, aber normal hat er auch, kann er auch ein Schwert oder einen Streitkolben haben, habe ich auch schon gesehen. Also ich habe leider das nicht das Glück, irgendwelche Zusatzitems zu bekommen. Ich habe nur Schrott, nur Kisten. Ja, die muss man sich auch meistens kaufen, vielleicht. Das Geld ist ziemlich ätzend. Oh, Aber, 2 € pro Key. ja, ist relativ Was für den totaler Arsch. Schwachsinn ist. Ja. Halt, bleib hier zum Blocken. Ja, ich bleib doch schon stehen, ey. Häuptling pochende Ader, bleiben Sie ruhig. Ja? Ei, Chef. Little Powwow raucht mit Ihnen die Friedenspfeife. Pass auf, dass ich dir nicht meine komische auf Dead oder Lanze in den Arsch schieb. Ja, den komische Brummdildo, wo du deine Hand hast. Haben wir schon zwei, nach 22 Uhr dürfen wir überhaupt solche Wörter benutzen? Hi, Moment. ja, dürfen wir. Jo, 5 nach, das passt. Das passt. So, ich trinke auch schon einen Schluck Bier. Wie schon? Bist schon früh dran. Du weißt gar nicht, wie viel das viele schon ist. Die Freundin hat schon vorhin rumgestresst, weil ich schon um 10 angefangen habe. Hey, heute ist Feiertag. Hallo. Es langt aber echt. Ich spiele immer schlechter jetzt. So. Schieß alles doppelt, oder? Ich hab echt mal im Vollsuff, also nicht im Vollsuff, aber ich war schon gut dabei, probiert Dota zu spielen. Ich hab's nicht mehr gerafft. Ne? Ich wollte nach oben laufen, so wie jetzt, bin aber nach unten und links gelaufen, weil ich war nicht mehr in der Lage zu, nach oben hier hinzuklicken. Das ist. Ne? Was lernt man da draus? Trinkt nicht so viel. Nie im Suff Computerspiele, es geht voll in die Hose. Das fand ich aber relativ cool. Ich bin voll abgezogen worden, fand es aber trotzdem lustig. Und wir haben Blut, Oh. Matter und Tinker. Das wird richtig stressig. Wie war das? Ja, wir sehen Blut, Matter nicht. Und der haut mir auf die Fresse, der Typ. Tu mal was dagegen. Ich habe noch keinen einzigen Nachschnitt gemacht. Nein, soll auf den Typen hauen, ey. Nicht auf Ja, mich. ja, ja, ja. Nicht auf den Creep. Nur mit dem Der hat Last-Kill. voll die große, der hat eine große. Oh, das könnten er First Blood geben. Nein, der Und. kommt weg. Der kommt Ah, weg. Arschloch. Ja, das muss aber. Ja, mein Mana. Ja, da hinten holst kannst du immer. Ich hab noch gar nicht den Skill. Da kommt er wieder. Und. Stun. Und ruf. Auf, Ja, den kriege Arsch. ich. Ich mache nicht genug Damage. Den kriegen wir nicht. Ja, Schon Entschuldigung, das. irgendwas? Achtung, Brutmann da hinter uns. Gerade ins Netz geschmissen. Ja, komm, gehen wir ein bisschen zu. Bleiben wir ein bisschen da ist nicht stehen. Wir dürfen dann aufpassen, weil muss ich sagen, das First Blood sozusagen, also der erste Kill im Spiel, der gibt immer ein bisschen mehr Gold wie. Ah, wo läufst du denn hin? Auf die Seite, weil da das Netz liegt von der Ja, Brutmann. sag das doch, dass du da wegläufst, ey. Ich dachte, du Da bist so helle. du dachtest wieder, das siehst du mal wieder.
Da ist Quickmother. Ja, sollte doch. Achtung, geht in ihr Netz. Ja, die spinnt immer. Die steht noch da. Die spinnt halt. Die spinnt immer so ihr Netz, dann ist sie unsichtbar, was ziemlich pissig ist. Sieht man die eigentlich mit dem Game of True Sight? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht, müssen wir mal testen. Das werden wir nachher wahrscheinlich gleich sehen. Ah, komm mal, ja, komm auf, hau auf den Tinker drauf. Achtung. Sehr schön. Komm zurück, komm zu mir, haben keinen Mana. Du musst nicht auf die Creeps hauen, auf den Typen, ey. Der haut mir immer ins Gesicht, der Penner. Der hat eine größere Reach wie ich. Verarsch mir nicht. Der hat 500, du hast 600. Verarsch mir nicht. Von wegen größere Reichweite. Guck mal, wie der mir in die Fresse haut hier. Jawohl, immer drauf ins Gesicht hier. Hör auf die komm, hopp, 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 hopp. Den krieg ich nicht. Doch, jetzt auf. Nein, meine Illusion ist abgedampft. Scheiße. Hätten wir noch einen Tick gewartet, hätte ich mein Level 2 gehabt, dann hätte ich einen. Oh, hau ab, hau ab, hau ab! Nein! Oh, lauf im Kreis, nütz einen Heiltrank. Irgendwas? Ich brauche einen Baum. Na, die ist weg. Glückhit. Komm. Nimm deinen Heiltrank. Kein Heiltrank, bleib bei mir ein bisschen. Oder beim Turm hinten. Ich bleib hier bei meinen Bäumen. Ich habe noch keine Last-Hits gemacht hier, das ist unglaublich. Kannst du hochkommen, dann versuch den Tinker nochmal zu stunnen. Ah, nee, ich habe keinen Mana. Wir müssen ein bisschen Last-Hits machen hier. Ich traue den Netzen hier nicht. Ja, halt dich mal, irgendwas. Ich brauche noch 5 Gold. Dann habe ich meinen coolen Ring. Und hier ist er. Ja, hier ist schon der Typ wieder. Hier ist Bounty Hunter. Den holen wir uns! Hau da auf! Das war eine Illusion. Ist egal. Achtung, hier, komm. Nein! Verdammt. Oh. Jetzt drauf, 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 drauf! Nein! Scheiße, jetzt den kriegst du aber noch. Scheiße. Ich hab keinen Mana. Schwule Kacke hier. Ja, der kriegt auch nicht auf den Sack. Oh, es laggt bei mir. Mano. So, wir haben nicht mal das First Blood bekommen jetzt. Das ist ziemlich ätzend. Aber was soll's? Ja, was soll's? Scheiße drauf. Scheiße. Spiel ist ja noch nicht verloren. Ja, also, man muss ganz klar sagen, der Phantom Lancer wird erst zum Schluss richtig böse. Da geht er richtig den Leuten richtig derbe auf die Eier. Ich habe meine Schuhe. Jetzt sieht es ganz schön anders aus hier. Habe ich mir eigentlich vorhin Vladimir Suffering geholt? Ich glaube ja. Ja, hast du. Und bist ordentlich damit abgegangen. Ja, aber ich hole mir jetzt erstmal. Auf die Spinne. Ja. Unsichtbar. Naja. So, du bist da. Wunderbar. Ich habe Mana und meine Boots. Ich komme von oben, du von unten. Mal gucken, wann sie rauskommt. Ja, die sieht dich aber schon, ne? Ja, klar, sieht die mich. Lass mich bitte Last-Hit machen. Ja, Chef. Ja, da ist der Chef. Das ist. Wir brauchen die Kohle. Warum haut der Turm nur auf mich drauf? Guck das mal an. Das ist doch scheiße. Wieder. Der haut wieder. Vor allem wie schnell. Voll abartig. Ja, wir müssen ja mal öfter schreiben, dass hier einer fehlt. Wo gehst du hin? Komm zurück. Ja. Genau deshalb. Jetzt auf, komm. Wie soll ich denn. Soll ich den beim Turm kriegen, oder was? Ah, könnte eng werden. Ich verreck jetzt nämlich. Hau mal, hau du wieder ab, hau du ab. Der scheiß Turm. Achtung, ist dann. Oh. Was war das? Ja, jetzt war der Tinker, es war. Was war denn das für ein Skill? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er uns ziemlich in die Fresse gehauen. Das war peinlich. Also vorhin lief es echt besser. Wir wollen so viel, das ist das Problem, glaube ich. Jetzt mit auf Rechnitz. Ja, nee, das ist scheiße. Wir dürfen nicht ja, so viel. Ja, klar, weil wir vorhin zu gut abgegangen sind, haben wir jetzt gerade ganz andere Vorstellungen. Das schön war das, wir wollen ja unseren Zuschauern was bieten, aber gerade läuft's falsch. Ja, nicht nur falsch, es läuft scheiße. Verkack selbst gegen die Creeps, den Last-Hit hier, du.
Ist echt. Wo ist Mitte? Keine Ahnung, ist Bounty oder? Nee, nee, ist der scheiß Bogenschütze da. Wo sind unsere Creeps? Da sind sie. Komm mal zurück, bisschen. So, jetzt halt wieder drauf. Also die Creeps knüppeln sich normal immer automatisch, also selber. Haben die höchste irgendwie eine höhere Priorität. Kann man schön ganz gut weglaufen. Dann kriegt man da nichts auf den Sack. Läuft jetzt mit dem Last jetzt? Achtung, Stun. Ja. Ach, nee. Ja, er kommt zurück. Achtung, er kommt. Stun. Nee, das ist... Oh, daneben geklickt, ey. Jetzt ist echt peinlich. Ich schäme mich jetzt schon. Jetzt drauf da, drauf da. Ah! Ja, das ist Cooldown. Jetzt zu weit weg wieder. Ich müsste mal zum Secret Shop gehen und mir ein Item da kaufen. Hey, Last Hits mache ich gerade überhaupt gar keine. Das ist gerade ziemlich kacke. Oh, Achtung, hin uns. Wieder unsichtbar, ich hasse es. Das geht mir echt auf die... Achtung, Tinker. Nee, Tinker geht wieder. Ja, das ist ein... Komm, den Ruhmonster oben. Der ist verstauen, ey. Ha, drei Viertel. Ja, komm, nee, komm, ja, hau mal weg, wenn die Creeps oder da sind. Achtung, ist... Brutmother hin uns. Ja, dann... Wow! Hau ab! Jetzt müssen wir zurück. Oder, ja, heil dich irgendwie, versteck dich mal ein bisschen, genau. Ich baue... Kannst du einen Flying Career kaufen? Ja, kann ich, Moment. Das wäre ganz geil, ey. Wo ist meiner hin hier? Wo ist er denn? Ach, Achtung! Der hat dich... Hol den! Achtung, ja, ja. Komm, haut drauf! Ja, halt ab. Phew, war das knapp. Komm, wir müssen ein bisschen zurück zum Turm. Schön. Flying Courier, ich finde ihn gerade nicht in der Liste hier. Ich hab keinen. Boah, ich hab Lex. Das ist scheiße. Ich hab gerade böse Lex. Ja, das ist kacke, das geht ja auch du down. Was machst du denn? Wieder Arsch retten. Hast du Schuhe? Ne, du hast keine Schuhe. Boah. Ich auch nicht. Hallo da ab, da ist der Bounty Hunter unterwegs. Da kommt er nämlich, hau ab. Nein, nicht da rein! Den hab ich doch gesehen. Da ist in den Wald rein. Irgendwas. Wir blamieren uns. Nee, ja, wobei, wir können noch. Sieht scheiße aus. Es steht 2 zu 5 für die. Ja. Aber ist noch nicht verloren. Vielleicht reißen wir wieder raus. Ja, unser Ricky macht nichts und unser Ex macht auch nichts. Und der in der Mitte, der Zeus, hat sowieso noch nichts gerissen. Der macht überhaupt gar nichts. Der kriegt's nicht auf die Kette wieder. Das ist mal, guck mal, was der Zeus kann. Der Zeus ist ja schon Level 8. Ja, das kriegst du nicht mal, der alleine auf der Lane. Natürlich ist er Level 8. Ja, klar, ja, dann könnte er aber eigentlich auch mal hier seine Skills nutzen. Ach, das verlangt für das Skill, was wir da. Ja. Wow. Oh Gott, hau ich dir auf den Sack, ey. Die Blutmutter kann auch nix, die... Ja, doch, verstecken. Ja, das kann sie, ja, aber... Achtung, Tinker. Ja, bist du... On the way. Ja. Bounty... Ricky wird von Bounty Hunter verdroschen, das ist schon echt... Das ist schon... unter aller Sau. Achtung, Tinker, ich versuch zu stunnen. Ja. Achtung, komm. Headset! Oh Gott. Okay, zurück. Jetzt! Ah! Was zum Teufel? Stun! Nein! Kommt doch zu mir. Wo läufst du denn hin? Irgendwie weg, weil ich hab kaum Leben noch. Ja, heil dich doch mal mit irgendwas. Ich hab grad nix. Deswegen habe ich gerade versucht zum Job zu latschen. Ja, da kannst du auch nichts kaufen zum Heile. Hab ich gemerkt. Wie lange spielst du schon Dota? Ach, zu lang. Achtung, Tingo. Ja. Er schießt auf meine Illusion, die Drecksau. Mach ruhig, du Bob. Wir haben nicht mal Geld für einen Heiltrank. Was ist denn los hier? We feel the rush. Yes. Das ist ziemlich bescheide. Ja, es läuft auch gerade nicht so wirklich dicke für uns hier. Wir haben die falschen Gegner auf der Line.
Ja, wir können bei Die macht Brutmann dann. Oh, Mensch. der macht mir ein Drittel Schaden mit dem scheiß Schuss, gell? Das Mhm. ist schon dreist eigentlich. Der macht mir Und ein Drittel Schaden. wirklich gute Items hat er ja noch gar nicht. Der Typ ist echt böse, ey. Bats. Der ist richtig böse, der Typ, ey. Den haben wir auch gut gefeedet, sozusagen. Sehr Wow! gut. Das gibt's doch gar nicht, ey. Die Drecksau. Guck mal, der benutzt den Kurier. Der Ex holt sich ein Mana-Teil. Das sollte eigentlich alles sagen über den. Ich würde mal behaupten, der Ex benutzt so viele Skills. Achtung, Stun. Ja, ich kann nicht kämpfen, der haut mich ja weg, kaum zurück. Hilfe! Hilfe! We will take Hilfe! him. Ja, den Tick habe ich noch erwischt. Haha. Stun. Okay. Super. Ich muss mir was kaufen. So. Völlig überfordert. So. Er hat mal einen erwischt, der Windrunner. Der Ex. Sehr schön. Hast du, wie viel Leben hast du? Ich bin bei halber. Okay, komm mal zu mir, dann. Our pike finds you. Muss man auf die Last Hits hier konzentrieren. Ja, es läuft im Moment läuft es nicht ganz so rosig für uns. Das könnte definitiv besser laufen. So, ich habe jetzt auch mal den Live-Rack und. So. Quickly. Wo bist du denn? Komm mal, Noch komm. da? Ah, mein TS spinnt. We will. Wie dein TS spinnt. Ja, mein TS spinnt. We see Achtung, him. Tinker. Ja. Und dann. Achtung, hinter mir. Ja, ich kann es nicht machen. Die Scheiße. Wir brauchen. Das sieht ganz, ganz böse aus hier für mich. Ich kann nicht mal abhauen, ne? Habe ich ihn erwischt? Ich hab's nicht erwischt, wir haben uns gegenseitig umgebracht. Dank deiner Illusion. Ja, ich habe mein Speer noch in letzter Sekunde geworfen, ey. Sind meine Illusionen kaputt? Ja, es läuft nicht ganz optimal. Geh, lauf schon mal vorwärts. Das ist ja schon dein Ulti. Kauf dir mal, kannst du denn hier den Dust of. Warte mal, da gibt's so. Was wurde unsichtbare Einheiten, glaube ich. Sanity Ward. Entweder die. Oder. Enthüllt den Dust of Apparence. Das ist scheißegal eigentlich. Aber ihr den Sentry Wo ist denn Ward, der das? gibt einfach einen Sentry Ward. Ja, S-E-N. habe ich. Genau, und da kaufst du mal also ein so ein Ding praktisch. So. Wie ist das andere Ding? Dust of. Das brauchst du aber nicht, das macht beides das gleiche. Ja, ich wollte nur wissen, wie das heißt. Ja, das ist. Keine Ahnung, das ist scheiße. So. Und dann planschst du ein so ein Teil einmal dahin. Das ist ja schon ganz cool, wenn wir nach vorne kämpfen. Oder gucken wir mal, ob wir die Broodmother wirklich sehen. Ich habe da meine Maske zusammen und dann sollte man den Pin auf die Fresse hauen. Also da oben, der Ricky kriegt es noch nicht gebacken, ey. Jetzt in der Zeit, bei 15 Minuten, habe ich es schon längst zerlegt mit dem Teil, mit dem Typen, weil der einfach cool ist. Jetzt Phantom Lancer wird jetzt erst langsam richtig gut. Würde sagen, langsam können wir da auch ein bisschen. Langsam wird's. Ja. Wenn der Tinker nicht hier wäre. Ja, der. Den hauen wir da auf und sagt, der kann nix. Da bauen wir das Teil da vorne auf. Oh, zurück, 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 zurück. Das, das. Achtung, Bounty. Oh. Da kommt schon die Broodmother raus. Ey, ich krieg doch einen zu viele. Also ich habe sie nicht durch das Sentry Ward gesehen. Doch, müssen wir Ach doch. doch, wir sehen es, geil. Aber sie können es halt kaputt machen, oder nicht? Ja, aber nur, die sehen es aber nicht. Ach, okay. Und was macht er so ist? Ah, gut. Wenigstens etwas. Jawohl. Und zweimal einen Abstauber-Kill gemacht, aber egal. Das Team zählt, ist ja wichtig. Das hat man so eins der wenigen, das seltenen Momente, wo Teamplay gefragt ist, gesehen. Ich hab da gesagt, die Sentry Ward, das hilft uns einiges. Ich hab's aber auch zu spät gesehen, die Olle. Ja. Und an die Zuschauer, ihr seht schon, was ich da von der Armee habe. Ich habe schon 2, 4, 5 so Typen an der Backe.
Ist relativ geil. Vor allem an alle Zuschauer, wie ihr seht, ist das Spiel nicht wirklich einfach. Ja, das ist... Wobei, die Gegner sind jetzt nicht so der Wahnsinn, aber es ist doch recht... Sie haben schon ein klein bisschen Skill. Ja. Fast wie bei COH. Ja. Das war die LOL-Spieler, die sagen, oh man, gar kein Skill. Die heulen doch eh bei jedem Scheiß rum. So, ich hole mal schön meine Sorgenierscher. Sorgenierscher. So. Your top tower is under attack. Oh, ey, wie der mir ein Drittel HP abzieht, ja. Die olle Potsau, gell? Da könnte ich schon wieder ausfliegen. Ist nervig. Aber ich habe jetzt 24 Live-Rack, das geht so dermaßen schnell. Achtung, Tinker. Ja, der hat dich gesehen, der hat dich gesehen. Den holen wir uns. Ja. Gut, stunnen. Kann ich nicht. Die auch mal platt. So, jetzt läuft es. So. Jetzt geht's doch an. Ja. Lauf hinter meine Phantome. Jetzt läuft es doch wieder hier. Kannst du da mal noch so ein Wort hinsetzen? Genau hier hin. Alles klar. Das reißt aufpushen. Ja, das reißt mir den Turm da ab. So, das reißt man den Turm ab und dann gibt es Fettkohle für uns. Und bum 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 tot. Ah, jetzt habe ich sogar einen Last Hit gemacht. Sehr schön. Und gleich auf den nächsten. Jetzt drückt man da ordentlich durch. Wird schon wieder in undefinierbarer Sprache gesprochen. Oh, Tinker. Und bumm. Ja, da seht ihr mal, wie dick die auf die Fresse kriegen im Moment. Tut man da, Achtung. Ja, sollte doch. Du hast kein Wort mehr, ne? Nein. Scheiße. Hihi. Bleib mal bei mir, dass ich nicht dich schön wegholzen kann da. Zu Null zünde ich mein Ulti. Jetzt, die sind hinter dir! Die sind hinter dir! Ah, sehr schön. Sehr schön. Ihr läuftet doch wie geschmiert, ey. Die Action bleibt doch nicht aus. Ja, das heißt Action. Es ist gerade mehr gerade wegen einem Massaker, was mir hier veranstalte. Es hört ja übertrieben an, aber das ist natürlich so. Jetzt gehen wir in die Mitte. Nee, wir gehen mal nach hinten. Wieder ein bisschen zurück. Zu viel vorne pushen, ne? So. Wir könnten Roshan versuchen, oder? Dann seht ihr, ich bin tot, fällt mir gerade auf. Das ist natürlich ein Argument, wo keiner so recht gesehen hat. Nö, ich hab's auch nicht gerade gesehen. Nur gemerkt, warum sich da nichts bewegt hat. Stimmt, du klickst da. Und da sieht man einfach mal, wie einfach das Spiel doch ist. Man klickt einfach rum und man fällt gar nicht auf, dass man tot ist. Das widerspricht jetzt der Tatsache, dass das Spiel schwer ist. We move. So, ey, die haben's ja, gut, ich war gerade mit allem Möglichen nebenbei beschäftigt. Mit gucken, wo sind die Gegner, einkaufen und. Wahnsinn. Also multitaskingfähig bin ich schon mal nett, das wissen wir jetzt auch. Ja. Hier wird wieder in irgendeiner Sprache gesprochen, es ist wieder... Und der Ex, der eigentlich den Turm platt machen könnte, der ist wieder nicht da. Wir warten noch auf Creeps und dann... Oh, da geht's doch ab. Oh, da ist die Schlampe da. Ah, verlangsamt die doch. Ah, ich habe ein Gem of True Sight. Aha. Jetzt sehen wir auch immer die Broodmother. Und du bist auch da und staubst den Turmkill ab. Na, ist egal. Oh, da kommt einer, glaube ich. Wer kommt da? Da ist einer. Da vorne ist einer. Haha. Hast du dich anders vorgestellt, ne? Ja, kriegst du noch. Ja, den krieg ich doch. Und zack. Also, man muss sagen, ich habe jetzt hier den Game of True Sight. Das gibt ja praktisch Sicht auf alle unsichtbaren Einheiten und neutralisiert das Ganze ein bisschen. Achtung, Tinker. Ja, der. Den kriege ich nicht. Komm, wir machen pushen den Turm da weg. Also, das Spiel haben wir jetzt so gut wie wir gewonnen schon. Das können sie einfach schon nicht mehr rumreißen. Außer wir verkacken sie es wirklich. Jetzt gehen wir gleich in die Mitte runter. Da ist schon der erste raus.
Hat aber nicht gesehen, dass es hier relativ den Bach runtergeht, das Ganze. Und der Trollwarlord, den hole ich mir auch noch. Es ruckelt gerade, aber der Wisch. Und wie er den Kill abstaubt. Mag ich überhaupt nicht sowas. Aber gut, muss man durch. Muss man durch, muss man durch. So. Und dann pusht man den Turm noch weg und dann ist das Ding hier schon fast Geschichte. Wir kriegen halt jedes Mal fünf. Oh, da ist ein Blutmother. Stunnen! Marco, was machst du denn? Ja, da. Augen auf beim Eierkauf! So, in die Basis mit reingerannt. Sehr schön. Scheißegal, immer drauf auf Mutti. Hinter dir, Tinker. So, wunderbar. Heil dich mal irgendwie, ne? So, es gibt hier nur, eigentlich nur noch große Shoppen. Normal gibt es nicht so viele Items, aber damit die es denen relativ auf den Sack hauen, ist jetzt relativ schon gegessen hier. Oh, komm, wir zeigen den Zuschauern mal noch Roshan hier. Wir haben Roshan bashen. Komm mal zurück. Ah, okay, du kommst gar nicht mehr. Ja, aber frisch oder rein, ey. Muss man auch mal sagen. Naja, egal. So, ich schaue wieder zurück und dann knüppel mal gleich Roshan hier. Roshan, spawn, was spawnt denn eigentlich? Alle 10 Minuten? Ich habe keine Ahnung. Alle 10 Minuten. Alle 10 Minuten? Nach Kill 10 Minuten. Genau. So, das ist der Typ hier, der ist mega stark. Haut mir auch wahrscheinlich dick in die Fresse rein. Mission. Ja, wie denn? Da kommen keine, ploppen keine auf. Doch. Die gehen sofort down wieder. Oh. Okay, ich hau doch mal ab. Das ist doch ein bisschen Knüppel, der Typ. Und der Typ, Moment, der Typ lässt ein Item fallen, wo man aufheben kann und dass man unsterblich. Also das, dann kann man einmal sterben und dann kommt man wieder wiedergeboren praktisch werden. Was macht unser scheiß Typ denn hier? Unser Courier. Der hat mich gerade angeschrieben hier. Ich habe keine Ahnung, wieder ein Skype oder was weiß ich, wo mich anschreiben die Leute. So, sollen wir jetzt hier den Roshan machen oder? Probieren wir den Roshan. Du bist wo? Ah, du bist da unten. On my way. Ja, die kriegen dick auf die Fresse. Ich habe eigentlich kein Item. Dann gebe ich dir den Game of True Sight, weil dann habe ich keinen Platz mehr, wenn ich das Item habe. Alles klar. Ich lege das dann mal hier hin bei Roshan. So. Also wenn man hinter dem Game of True Sight, der Träger, wo den hat, wenn der stirbt, wird der einfach fallen gelassen. Dann kann den auch der Gegner aufheben. Also auf das Item müsst ihr ganz besonders aufpassen. Und das ist ganz bitter, wenn er das Ding verliert. Läuft ja ziemlich gut, muss man sagen. Für uns mit unserem Team, ja. Gut, die anderen sind auch, muss man sagen, einer weniger, aber die hätten auch so verloren. Nee, ich meine mit uns hier gerade beim Roshan. Achso. Pass mal auf, jetzt geht's richtig ab hier. Habe ich mein Crit-Item bekommen. So. Das heißt, ich mache jetzt Chance 30 Schaden mehr, sind ja plus 30 Schaden und kritische Trefferchance um 20 erhöht und Schaden 175%. Also jetzt geht schon ordentlich ab hier. Ja. Gibt Fett EP und Fett Gold und Fett des Eiges of the Immortal. Damit kann man schön pushen. Gerade für so. Oh. Komm, wir räumen da mal in der Mitte auf. Oh. Ja schön, wo ist die denn? Kill. Da, den Tinker. Oder Windrunner, Ricky, irgendwas, holen wir uns da. Ja, ist bei uns. Ah, scheiße. Komm, hau mal, halt in den. Alter, wie gehen meine Typen denn ab? Die kritten auch. Ja schön, aber was. Wie böse ist das denn? Ach du Scheiße. Das ist böse. Die hauen dem voll in die Fresse rein. Achtung, hinter mir. Ja, ich komm doch schon. Du machst doch schon wieder Stress, wo. Alarm in der Bude, wo keiner ist. Ah, du hast ja so ein dickes Fettpolster da. Da darf da gar nichts. Oh, das Tinker. Holen wir das Tinker. Da ist ein Wald drin, ne? Stunnen! Jetzt! Stunnen! Ich hat's nicht angenommen. Ah, der Zeus hat wieder den Kill abgestaubt. Naja, egal. Besser. Ja, wir müssen das immer safe sehen fürs Team, ne? Also, wie gesagt, Killstealer, ja, das ist natürlich ein Spaß. Achtung. Ja, da kann ich gerade nichts machen. Stell dich mal nicht hinter mich vielleicht, direkt. Also, dann sonst trifft die uns mit einem Ding wieder. So, kommst du? Ist dann? Hallo? Ja. Und?
Ah, es hat, du hast du beide bekommen. Ah, auch nicht ja. schlecht. Es gibt fett Kohle für dich. Kohle. Ja. Aber sehen wir mal, das Spiel ist relativ eintönig jetzt und da könnten sie eigentlich schon rausgehen. Verloren haben sie so oder so. Jetzt haben sie nur noch abziehen. Komm, wir machen es zu Ende. Ja. So, es wird noch die Basis hier abgerissen und dann war es das eigentlich auch schon. Oh, da. Saug mal ein bisschen Mana, wenn es geht. Ich muss trotzdem Secret Shop. Ich habe irgendeinen getötet, aber. Ah, eine Illusion von mir hat den Bounty Hunter erwischt. Das kriege ich nicht mal mit. Das siehst du mal. Ich hau einem in die Fresse und krieg's nicht mal mit. Ja, also ich kill die hier alle. Ja, und das sieht er mal, der ist richtig gut, der Typ. Geil. Ich muss mich heilen, ganz kurz, eine Sekunde. Ups, das war mein Ulti. Verklickt. Muss ich aber trotzdem aufpassen hier, weil man darf nicht. Hochmut kommt der Schwert im Fall. Heißt so schön. Ich habe wieder keine Leben hier mehr. Das ist ziemlich bescheiden. Nee, ich muss kurz im Secret Shop. Aber ich habe auch keinen Platz mehr im Inventar. So eine Scheiße. Ich kann einmal verrecken, stimmt ja. Ich habe das Aegis-Teil da. Sehr schön. Komm, Truff da ist auf Mutti hier. Truff auf Mutti, genau. Wo ist dein Stun hier? So. Wo ist dein Stun? Wo bist du denn? Komm, okay, komm zurück. Panik. Ja. Geh ich drauf hier. Nein, Quatsch. Nein, guck's dir an. Bist du tot? Nein, aber fast. Hab doch 75 Leben. Ich bräuchte den Game of True Sight hier vorne, dass ich mal die Blutmutter sehe. Achtung, hinter dir. Ja, ich muss den da vorne noch killen. So, zack und weg da. Ja, ich würde jetzt noch zum Ultimate Secret Shop gehen, aber. Ja, ich hol mir den mal. Scheiß Turm hat mich jetzt gekillt. Wer hat dich erwischt? Der Turm. Das ist natürlich doof. So, jetzt machen wir das Ding fertig. Jetzt haben wir den Turm hier kaputt gemacht und jetzt können wir das. Das ist ein Vollhorst. Sehen wir, ich bin Level 21, der ist Level 15, das soll eigentlich schon alles sagen hier. So, würde sagen, der nächste heroische Sieg. Es haut da ab wieder. Feigling. Und deine Illusion gibt sich's. Die, oh, ist die ein. Was die da rausknüppelt, ey. Die macht den Typ ja voll fertig, ey. Guck mal, die kriegt das Ding immer mal in Illusion kaputt. Friss das, Schlampe, ey. Es ist lustig. Es hat auch der Echsen. Es hat auch noch der Echsenkill gemacht. Und da ist das Spiel vorbei. GG! Wir haben wieder einen heroischen Sieg errungen. Gegen Gegner, die natürlich nicht ganz auf unserem Niveau waren, ist im Nachhinein. Marvel hier schreiben GG, das war's aber leider nicht. Der Anfang war scheiße, das Ende war. Naja. Ja. Da habt ihr gesehen, die. Wie das Spiel laufen kann, am Anfang läuft es nicht ganz so gut und dann kommt mancher Held dann doch über das mit ab dem Midgame praktisch. Wir sehen jetzt mal die Statistik hier, wenn man das Spiel anguckt. Praktisch hier Panzerelite mit Phantom Lancer Level 22 am höchsten von allen anderen. Sehr schön. Ich war doppelt so hoch wie die anderen, also das zeugt eigentlich schon alles. Ja, Gold spricht auch für sich. 6000 habe ich gerade noch im Inventar gehabt. Last Hits 99, nicht ganz so viel, lief schon besser. Gold die Minute 582 und EP natürlich 840, absolut überragend. So kann es natürlich immer laufen. Und ich würde sagen, passt das halt drauf. Lief nur extrem gut. Ja, ich habe vorhin auch dick auf die Fresse bekommen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns und wir sagen bis zum nächsten Let's Play Dota 2. Tschö, tschö. Tschüssi.